das Mikro anzumachen. Zum Beispiel ein weiterer aktueller Titel. Sarah Connor hatte einen schönen Titel. Ich habe heute gesehen, dass sie in Kürze sogar hier nach Linz kommt. Und die hat einen sehr schönen Sommerhit gehabt. Wie schön du bist. Auch dazu Standard-Style. Und alles, was Sie hören, alles, was ihr hört, ist Standard in den Klängen, natürlich in der Begleitung. Und da ist nichts, so wie es auch früher schon mal üblich war, für mich extra eingeladen worden. Es sind alles Standardklänge, so wie die Orgel vom Werk geliefert wird. Herzlichen Dank. So, dann schauen wir mal ein bisschen in Richtung, hier steht es schon, Wien, morgen sind wir ja in Wien, ein bisschen traditionell mit einem schönen, sanften, langsamen Walzer, verbunden mit der typischen Wiener Schrammelbesetzung, Zither, Violine, Akkordeon. Auf Akkordeon komme ich später noch zu sprechen, denn das ist eine ganz neue Abteilung hier, die wirklich sensationell geworden ist, erinnert mich mal dran, sprecht mich drauf an gleich. Ja, ich habe schon gehört, da haben welche mitgesungen. Sehr gut. Ich sage auch immer, wenn es mit den Konzerten mal nicht mehr klappt, dann werde ich heurigen Musikerin. Das wird mir richtig Spaß machen und richtig gefallen. Denn ich liebe einfach diese alten Wiener Lieder, die zum Teil nicht nur wunderschöne Melodien haben, sondern einfach auch so schöne, zu Herzen gehende Texte. So, das vielleicht dazu. Ich schaue noch mal, was ich an weiteren Rhythmen gefunden habe. Vielleicht mal TSOP, The Sound of Philadelphia, wird euch an die 70er Jahre erinnern. Auch das mal ganz kurz angespielt.
Dank. Dann gibt es in der Sektion Entertainer, ich tippe das mal kurz an, damit man sieht, was sich da für Welten eröffnen. Sie sehen schon, oder ihr seht hier, ich muss nochmal drücken und festhalten da oben, dass es nicht überblendet wird. Wenn ich hier durchschalte, da ist für jeden Partyknaller der richtige Rhythmus dabei. Die Hände zum Himmel, griechischer Wein natürlich von unserem unvergessenen Udo. Dann haben wir Country, Western-Style, Romantik. Es ist wirklich für jeden Schlager und für jeden Hit der richtige Style. Man braucht eigentlich überhaupt keine MP3-Files oder MIDI-Files, schon mal gar nicht mehr. Es ist wirklich, es klingt einfach besser und authentischer. Hört euch einfach mal diesen Rhythmus an. Hier, der hat es mir total angetan. Der heißt Elysium Rock. Den muss ich etwas schneller drehen auf 130. Und wenn man allein den hört, wie aufwendig er programmiert wurde, mit links, rechts, Stereo, Abwechslung und so weiter, hört einfach mal rein. Man denkt wirklich, der Schlagzeuger sitzt dort und spielt live dazu. Nochmal zur Gruppe Entertainer. Hier gibt es einen Rhythmus, der heißt Schlager Queen. Nun durfte hier natürlich nicht Andrea Berg stehen, weil der Name geschützt ist. Das darf man nicht so einfach da hineinschreiben. Aber jeder weiß sofort, bei dem Rhythmus kann nur sie gemeint sein.